Willkommen zurück zu Dragon Quest Treasures. Schauen wir doch mal, was wir heute so alles erkunden können. Wir waren schon mal im Hitzegrad und wir waren auch schon mal hier unten im Winterteil. Aber, ja gut, hier beim Drachenschild haben wir sowieso angefangen. Aber lass uns doch mal woanders hingehen. Ich sehe gerade, Kragenweiten hat ausnahmsweise meine hohe Prozentchance und die will ich mir aufkrallen. Also, auf zum Kragenweiten. Los geht's. Die Insel, genauso wie die da links daneben, haben wir beide noch gar nicht erkundet. Deshalb ist es umso interessanter, dass wir uns die beiden nochmal genauer anschauen. So, ich habe ansonsten nichts geändert, ist sonst alles gleich wie letztes Mal. Und für so sich das da steht, in vollen Zügen. Ja, wir sind ja mit dem Zug hergekommen und wieder so ein Typ. Du bist bestimmt wieder, oder? Eine naheliegende Schlussfolgerung. Herr Blechheimer hat mir eine Fülle an Informationen über dich zur Verfügung gestellt. Die Welt hat den Bahnhof knochentrockene Höhen geil vergessen, nachdem der Zugbetrieb eingestellt wurde, verständlicherweise. Aber der Anschluss der Endstation hat dem Ganzen neues Leben eingehaucht. Ich heiße übrigens Scheppermann. Ich war hier der Bahnhofvorsteher. Herr Scheppermann, natürlich musste ich kündigen, als die Bahngesellschaft bankrott ging. Das war vor langer Zeit. Aber als ich von der Instandsetzung der Eisenbahn hörte, schlussfolgerte ich schnell, dass meine Dienste wieder erforderlich wären. Also, ich hätte da eine Aufgabe für dich. Eine sehr wichtige. Ich möchte, dass du auch die anderen Bahnhöfe in der Gegend wieder einsatzfähig machst. Ja, machst du das? Ja? Okay, gut. Ich habe hier zwei Stück. Schattige Oase und Nasenspitze. Ja, red mal dann mit den Typen und dann sagen die dir, was sie brauchen. Sagen wir ihnen, die werden sie auch noch brauchen. Also nimm das hier. Ich bin arm, deshalb habe ich nur ein Stück bei mir. Aber trotzdem, du schaffst das schon. Oh, bevor ich vergesse, jetzt musst du mit dem Fahrstuhl nach unten fahren, so wie bei jedem anderen. Okay. Immer das gleiche Gespräch, ich weiß auch nicht warum, aber ja. Dann ist es halt so. Und da sind... Alter, warum sind das denn so viele? Was gibt's denn alles zu tun? Hier sind zwei nebeneinander. Okay, hier ist ein Bahnhof und... Bahnhofvorsteher, hä? Wieso wird das jetzt in zwei Missionen gepackt? Hier ist was anderes. Hier ist nochmal ein Bahnhof, ja, aber hier ist nochmal das Mitglied von Anemones Leibgarde. Teil 3, okay. Genickgrube, aua. Ja, ich schätze, wir werden einfach mal den normalen Weg hier größtenteils folgen. Also den hier. Ja. Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Mit unserer Truppe. Für unsere Truppe ist eigentlich ganz in Ordnung. Bisher. Und bevor wir anfangen, muss ich auf jeden Fall noch mal was einkaufen. Hm, was? Kakao. Kaufen. Ich kann Materialien kaufen. Aber ich weiß nicht genau, wofür die hier sind. Und wir brauchen dringend ein paar Kugeln. Kieselsteine habe ich auch schon kaum mehr. Irgendwelche. Und guck mal, wie billig die sind. Hier, kommen wir uns mal bis zu 40 haben. Stachelkugeln sind auch geil, nur kosten die sehr, sehr viel. So, was heißt sehr, sehr viel? Wir haben sehr viel Geld, also können wir uns eigentlich alles leisten. Wir können nicht alles vollstocken, ne? Damit wir von allem was haben. Ne, warum nicht? Bam, bam. Obwohl, jetzt geben wir das Geld aus. Jetzt geben wir tatsächlich das Geld aus. Aber dann haben wir hier die hier zumindest. Was können wir uns noch holen? Heilung haben wir ein bisschen was. Kumpelkugeln sollten wir uns holen. Okay, ansonsten spare ich mir noch ein bisschen das Geld, aber ich glaube, das Geld ist wirklich dafür da, dass man sich einfach hier neue Kugeln holt. Wie zum Beispiel die Klingenkugel, die einem Gegner geringen Hiebschaden zufügt. Oder die Fauchkugel mit geringem Feuerschaden. Oder Spritzkugel mit geringem Wasserschaden. Genau. Okay, los geht die Post. Ab die Post. Los geht die Post, keine Ahnung, wie man es sagt. Knochentrockene Düne. Oh, und ich sehe... Die Musik! So eine klassische Musik von klassischen Dragon Quest Spielen. Na ja, gut, hätte ich jetzt eine Fledermaus, könnte ich jetzt hier entlang fliegen. Das wäre wahrscheinlich eine große Abkürzung, aber brauchen wir nicht unbedingt. Und hier ist irgendwo ein Treasure. Oh, die Musik ist so geil. Das riecht nostalgisch, weil dieses Lied gefühlt in fast jedem der Dragon Quest Spiele auftaucht. Und schaut mal, wie low level alle Gegner sind. Oha, ich glaube, das Schneegebiet war einfach viel zu krass für mich am Anfang. Krempenkeiler wurde gebändigt. Okay. Hier können wir latschen. Ich hätte nicht gedacht. Ah, doch, ich kann nur aber langsamer latschen nur. Aber ich kann die zumindest latschen. Das ist das Wichtigste. Bam.
Take this. Und drop mir was. Schön. Schmierige Hand wurde auch gependelt. Ja, wo ist denn der Schatz? Hier wahrscheinlich in der Nähe, oder? Da hinten ist ein Schatz. Das ist zwar nicht der, der gesucht wird, aber es ist ein Schatz. Und den schauen wir uns an. Oh ja. Was ist denn das? Schmierige Handmedaille. Die können wir ausrüsten. Warum hat Mina nur eins? Ich habe doch hier zwei. Naja, egal. Oh, beide machen das exakt das gleiche. Ah. Dann können wir einen unserer anderen Charaktern noch was geben. Warum heißt das hier so ein Symbol? Ist das ein besonderer Charakter? Dann gebe ich dem mal. Gebe ich ihr ihr eigenes Medaillon. Warum nicht? Dann ist Melinda zumindest ein wenig stärker, schätze ich. Warte, hier war doch ein Schatz, habt ihr gemeint. Okay, hier irgendwo in der Nähe. Weil ich bei dem Luftstrahl. Wenn man das so sagen kann, ich weiß es nicht. Und ja, doch, das ist hier in der Nähe. Gut gewappnet. Ja, glaub wohl nicht. Ich glaube nicht. Ne? Wo? Wo ist es? Neben dem Busch. Also hier ist ein Busch. Aber der ist wahrscheinlich nicht gemeint, oder? Hä? Ach hier! Oh! Danke, Soundeffekt! Sonst hätte das noch ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe doch, wir können Schätze tragen. Oben links war noch keine Anzeige dafür. Vielleicht kommt er aber auch erst jetzt. Was ist das denn? Oh ja, erst jetzt. Okay, keine Ahnung. So aus wie ein Schal oder so. Level up! Yay! Okay, weiter geht es. Ja, ich denke, es macht da wirklich am meisten Sinn, einfach die Linie entlang zu folgen. Wir werden natürlich jedes einzelne Gebiet, was wir hier in den letzten paar Folgen erkundet haben, nochmal erkunden, wenn es dann soweit ist, dass wir mehr machen können. Ich weiß halt wirklich noch gar nicht, wie ich Sanguine Need auftreiben kann. Das ist ein Problem für mich. Briesenblume, eine Blume, die am besten in tobenden Sandstürmen erblüht. Für Kugeln. Ja genau, Herstellung haben wir auch noch nicht freigeschaltet, zumindest wüsste ich nicht wie. Und was bist du denn für einer? Ein Marmorschleim. Haha, wie geil. Ey, den will ich freischalten, einfach nur so. Könnte auch so ein Pokédex so oder mehr oder weniger füllen. Jeden einzelnen von denen einmal gefangen haben. Das wäre doch auch was. Ein Marmorschleim, wie geil ist das denn? Oh, ich komm nicht an dieser Musik drauf klar. Ich komme auf diese Musik nicht klar, Mann. Nicht mal in Deutsch funktioniert noch. Keime der Kartoffel. Diese Kartoffel schmeckt immer toll, ob man sie nur in Stücke schneidet oder im Ganzen genießt. Was mit der Schale oder was? Fürs Kochen. Ja, weiß ja nicht, ob ich die dann noch essen würde mit Schale. Aber hey, wenn das Spiel sagt, das geht. Kolossaler Kaktus. Eine ansehnliche Sukkulente mit starken Stacheln. Fürs Kochen. Und hier ist noch ein Schatz. Und das ist ein Goldgolem. Wir haben ja schon so einen Silbergolem letztes Mal gesehen, aber einen Goldgolem gibt's auch? Holy shit. Und hey, jetzt Klaus, hier in der Nähe ist ein Schatz. Schauen wir mal wo. Found it? Wo ist es denn gefounded? What have we here? What have we here? Irgendwo an der Klippe. Got something. Ja, okay, irgendwo an der Klippe. Ein Schatz ist in der Nähe. Wenn ich jetzt hier weiter runter gehe, geht's dann weg? Oder sind wir dann näher dran? Okay, nee, dann geht's weg. Oh, ein normaler Golem gibt's also auch. Und vielleicht ist es dann ein Bronze-Golem, keine Ahnung. Okay, aber irgendwo an der Klippe. Ich glaube mal nicht hier, oder? Nee. Irgendwie will ich den Golem bekämpfen, wenn ich ehrlich bin. Aber bin ich auch ehrlich? Manchmal bin ich am Bike und manchmal bin ich ehrlich. Hä? Hier an der Klippe irgendwo. Oh, die Rede. Was? Hier bin ich jetzt wieder weiter weg? Und hier bin ich jetzt näher dran. Hä? Lass uns noch mal genauer drauf schauen. Vielleicht gibt es da jetzt andere Bilder. Und es sind immer die gleichen. Bei ihm ist auch immer schwarz-weiß, weil ich auch erst jetzt. Hä? Ah, das ist doch an so einer. An so einem Ding hier, oder? Glaub schon. Ja, doch. Oh mein Gott. Ich hab's nicht gecheckt. Ich hab's legit nicht gecheckt. Okay. Blim. Bim, bim. Yippie.
einen weiteren Schatz. Ein Magnetilo! Nein, keine Ahnung, was es ist. Juhu! Alright. Alright. Babelinda erhält den Schatz und wir erhalten ein neues Abenteuer. Schaut euch mal diese Gegend an. Man kann da hinten den Drachenschädel sehen. Das ist ein anderes Gebiet. Und ich weiß nicht, einfach so die Gegend zu erkunden ist total schön für mich. Und hier ist ein Golem, den ich gerne bekämpfen möchte. Nur lass uns aufpassen, denn die Marmor-Schleims, die machen natürlich dann Ärger, wenn wir die nicht zuerst beseitigen. Oh, verdammt, der erwischt mich. Na los, und weg. Ah, Mist, hat mich erwischt. Oh, der Golem hat uns gesehen. Hat uns gesehen. Oh nein. Egal. Lass mich trotzdem an. Was habe ich für Kugeln? Was habe ich für Kugeln? Ich habe hier Steine. Nimm die Steine. Take him! How you like this? Hä, so stark ist er gar nicht. Ich krieg ihn auch safe so durch. Oh, aua. Oder auch nicht? Schaut hier, das down. Was ist die Hölle? Oh, geht auf mich! Oh, geht auf mich! Warum sind beide tot? Okay, okay, ist noch schwerer, ist noch schwerer. Okay, 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 ich habe meine Lektion gelernt, ich habe meine Lektion gelernt. Boom. Nicht der richtige? Boom. Das ist der richtige. Bam. Und ihn muss ich jetzt auch noch besiegen. Also besiegen wir ihn schnell! Der macht doch eh keinen Schaden, der Typ. Stirb! Boah, also ohne Kugeln sind diese Bosskämpfe viel zu schwer, muss ich sagen. I'm full of surprises. Oh. All better. Ist auch full health? Hast du tatsächlich? Okay, fast, glaube ich. Ich glaube, dieser Schatten da soll zeigen, dass er noch ein bisschen Leben bekommen könnte. Ja, du auch vor allem. Oh, du heilst dich aber selber. Oh, nee, du hast geheilt. Babelinda kann heilen. Oh. Sollte man mal auf deren Movesets achten, ne? Idiot. I'm feeling good. Heilen. Ja, okay, du kannst heilen. Du? Ah, wenn du Level 15 bist, hast du Schwächung. Dann sind die Gegner schwächer. Cool. Alright, alright. Dünenpörscher. Alter, schaut euch die mal an. Ich glaube, zu dem will ich erstmal noch nicht hingehen. Aber was ist denn hier? Hier ist eine Basis. Und da sind Golems. Ich meine, ich habe einen Golem gebändigt. Also, ich habe ihn noch nicht in meinem Team, aber ich habe ihn theoretisch gebändigt. Das ist ja nett zu uns. Syphanianisches Lager in der Wüste. Ah, es sind Syphanianer. Okay. Wüste hat ihren Namen verdient. Karg, verlassen, keine guten Waren für Geschäft. Aber ich nicht aufgeben. Erst Waren finden, dann Ort für Geschäft finden. Und wer bist du? Auf Reisen. Vielleicht? Ich Händler. Verkaufe Leuten Dinge, aber habe gerade keine Waren. Nichts zu verkaufen. Nichts, was du kaufen kannst. Okay, entspann dich mal, Bro. Na, Mann. Ich stehe hier ein bisschen rum. Die haben Spaß, die beiden. Hey, was fällt dir ein? Kinder haben mir nichts verloren. Du solltest sofort nach Hause gehen, bevor du noch irgendein Unheil anrichtest. Hallo da. Hallo, die Männer und Frauen der königlichen Syphanianischen Expedition sind von morgens bis abends unermüdlich auf der Suche nach Schätzen. Okay, das klingt doch noch etwas. Hier ist ein Schatz. Ich muss mich hier durchbahnen, um den zu finden. Bam. Ah ja, wo ist wirklich? Da ist er. Aber erstmal nehmen wir die Heilungskugel mit. Einen Silberschatz. Ja, ich komme ein bisschen vom Weg ab, ich weiß. Oh, ein Schwert. Ich glaube, es ist ein Schwert. Ja, ich komme ein bisschen vom Weg ab, aber ich will mich ja auch einfach umschauen. Denn das ist ja auch interessant. Dieses Lager ist das Hauptquartier der königlichen Syphanianischen Expedition. Wo kommst du überhaupt her? Ich komme von der Mitte. Da ist so ein Lager. Vielleicht kennst du es auch unter Express, Bus, Zug, Bahn. Aber du brauchst ein Ticket, um damit zu fahren. Nur Menschen mit Ticket können zu uns zu Besuch kommen. Warum kann ich das nicht kaputt schlagen? That is so stupid. Aber egal. Hübschhut, ein attraktiv aussehender Pilz. Das Kochen. Und schimmeliger Knochen. Ein durch biologischen Brand kontaminierter Knochen. Das soll man kochen können? Nein, 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 stopp. Puffpilz.
Ein furchtbar müde machender Pilz. Für Kugeln. Poff, Pilz. Ey, ich komm nicht auf klar. Oh Mann. Okay, nettes Lager habt ihr hier. Ich würde aber sagen, ich verziehe mich dann mal. Wir gehen weiter. Wie ich mich da so festhalte an den Haaren. Und hier ist auch ein Schatz in der Nähe. Ja, ich freue mich immer, wenn Schätze in der Nähe sind. Ätherischer Stein. Ein Edelstein, der von einem verachtenswerten Dämon verzaubert wurde. Für Kugeln. Wo ist denn der Schatz? Er ist in der Nähe. Bestimmt ist er hier. Hab ich recht. Nein, hab ich nicht. Aber er ist in der Nähe und ich muss ihn finden. Ich brauche Schätze. Man muss Leute gebändigen. Okay, irgendwo zwischen Steinen. Okay, gefunden. Ich hätte es auch ohne mir das Bild anzuschauen gefunden. Ich hätte mich hier nämlich sowieso umgeschaut. Aber egal. Ja, also wir sollen auf jeden Fall Schätze finden und uns erkundigen und alles Mögliche machen, was mit dem Aufbruchern verlegt ist. Was ist ein Vogel mit einem Glas? Keine Ahnung. Aber natürlich sollten wir auch Monster bändigen, weil ich glaube, das zählt dazu, weil wir, wenn wir mal hier auf die Mission schauen, Hauptmission, Team stärken, steht ja auch, vergrößere dein Team. Und dann wird automatisch die Main Quest geupdatet mit was Wichtigerem. Ich denke, das ist auch so gewollt, dass man sich erstmal die ganzen Gegenden genauer anschaut. Gelbes Juwel, ein gelbes Juwel mit kurioser Kristallstruktur. Für Kugeln. Kann man schon Sachen herstellen? Ich meine, man hat den Gegenstände-Tab. Geniale Gegenstände! Du kannst dir sämtliche deiner Habseligkeiten, Kugelmaterialien und mehr unter Gegenstände-Menü ansehen. Aha, aber ich kann ja nichts mit denen anfangen. Ich kann nur sehen, dass ich welche davon habe, von den Gegenständen. Toll. Wichtige Gegenstände habe ich ja auch. Ich habe eine Tafel. Und unbekannte Schätze. Okay. Oh ja, keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, ey, was ich davon halten soll. Oh, ein Silberschatz ist... Wo? Ich habe mich einmal im Kreis gedreht. Hier. Nehmen wir den mit. Und da ist ein schmieriger Hund. Nee, ein schmieriger Hand. Müssen wir beseitigen. Blam, blam. Wow, cool. Keine Ahnung. Ich glaube, das haben wir aber schon mal gehabt, oder? Die Leute kommen auf jeden Fall bekannt vor. So, aber jetzt erstmal die Level 15 Slimes besiegen. Ja, die werden jetzt ein bisschen höher gelevelt alle, aber wir müssen jetzt auch mal irgendwann höher hochleveln. Irgendwann müssen wir auch mal stärker werden. Unser Team hängt noch wirklich hinterher. Das gefällt mir gar nicht. Also, ab in den Kampf. Take this. Sehr gut. Unser Team hat natürlich viel mehr Damage als wir selber. Aber ist auch klar. Schmierige Handmedaille. Hier. Du kriegst die. Weil ich das sage, dass du es kriegst es auch. Ja, also ich versuche auf jeden Fall so ein paar Haupt-Teammitglieder in unserem Team zu haben. Die sind Schätze, ne? Okay. Aber natürlich muss ich mein Team ab und zu mal wechseln. Ich kann nicht immer die gleichen im Team haben. Ab und zu muss ich auch mal wechseln. Warum bleibe ich nicht den Gegner an? Was soll das? Ey, verdammt! Frau Belinda! Geht's dir gut? Ja, okay, sie kann sich ja selber heilen. Passt also. Schwermetall. Okay. Und wo ist der Schatz? Ist er hier in der Nähe? Oh, Wüstenrüstung. Das heißt, die Rüstung, die wir gerade haben, aber halt als Wüstenvariation. Auch nicht bad. Auch nicht bad. Das geht ja voll. Und hier ist der Schatz in der Richtung, wo das Wüstenrüstung liegt. Da müssen wir es angreifen. Ja, eigentlich schon, ne? Weil ich glaube schon, dass da in der Nähe der Schatz ist, den wir suchen. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube schon. Ja, sonst gehen wir mal außen rum. Ja, sonst gehen wir mal außen rum. Obwohl, die wollen unbedingt den Slime angreifen. Mal, meinetwegen, komm. Aber geht nicht zu weit hinein, ne? Sonst sieht man sonst die Wüstenrüstung. Ja, komm, besiegt es doch endlich. Schön. Stufenaufstieg. Also, wie war das mit dem Schatz? Was ist das denn hier vorne? Ah. Vielleicht ist das Schatz noch hier vorne. Wo ist sie vorne?
Ja, wo denn? Hier, ich muss nicht mal schauen. Sehr schön. Boah, so schon so viele Schätze, Mann. Können gleich wieder abhauen. Eigentlich. Aber schon so viel haben. Aber nein, wir werden erstmal zum nächsten Bahnhof gehen und gucken, ob wir das freischalten können. Ist das ein Haken? Ein Hook? Captain Hook? Was ist denn das? Ey, eigentlich sollen wir da nicht lang, aber ich will mir das anschauen. It's shiny und es glitzert. Und ich will wissen, was das ist. Ich gehe da jetzt hin. Oh oh, Level 23 Golem, die nehmen wir aber auf keinen Fall kämpfen. 17 Rüstung könnte ich mir noch vorstellen zu kämpfen, aber der... Ja, ist noch ein Schatz? Okay, war klar, dass hier ein Schatz ist, ne? Dünenpirsch. Okay, sind alle super stark. Ach, hier ist ein Bahnhof. Wait. Was? Ja doch, hier ist doch ein Bahnhof, oder nicht? Und ein Silberschatz. Alter, hier ist so viel. Sandstrahlmine. Welchem Level sind die Gegner? Will ich hier lang? Hallo, Gegner? Musik ist cool. Oh, was soll das? Oh. Können wir hier nicht lang? Doch. Okay. Ich bin mal ganz ehrlich. Ich glaube, hier komme ich hier. Ich komme hier drauf zurück. Ich merke mir das. Man sieht es ja auf der Map. Hier ist ein Schatz. Hier in dem Gebiet ist noch ein Schatz. Aber wir können eh nicht zwei Schätze tragen. Die wird bestimmt mindestens ein Schatz sein. Von daher renne ich lieber nochmal zurück. Zurück auf den Hauptweg. Ich weiß, hier ist ein Treasure. Aber ich will einfach gerade weiter. Wir holen das Treasure. Oh, es ist genau hier. Es ist genau hier, Mann. Egal, ich sehe es ja auf der Map, wo es ist. Ich sehe ja zumindest auf der Map, wo ich lang muss. Und da hinten, seht ihr das? Da ist der Ort, wo wir eigentlich hinwollen. Mann, hier gibt es so viel zu erkunden. Aber es ist halt viel zu viel. So viel können wir nicht tragen. Und jetzt müssen wir auch mal gegen eine Wüstenrüstung kämpfen. Lässt du mitten auf dem Weg. Es führt kein anderer Weg dran vorbei. Also Angriff! Provokante Parade? Was soll das denn heißen, ne? Wow! Oh, wir sind viel stärker als erwartet. Der war ja nix. Feenwolle. Ja, wenn das so ist, Alter, dann... Dann Kumpel, Kumpelblase. Kumpel, du bist mein Kumpel, ja? Ab ins Team mit dir. Bam! Angriff! Morgenrot-Hieb! Aha, daneben. Ich bin genau da nach oben gesprungen. Also man kann nicht springen, aber es ist automatisch so. Also man kann doch springen, aber ich meine, der Angriff, da springt man automatisch. So meine ich das. Sorry. Nicht gebändigt. Schade. Aber da hinten war noch einer, oder? Na egal. Gehen wir es mal weiter. Vielleicht finden wir mitten in unserem Abenteuer auch noch viel mehr von ihm. Was haben wir hier? Knochen! Große Knochen sogar. Aha. Was? Hier ist noch ein Schatz? Ja, okay, den sammeln wir dann aber ein. Rippenball. Aha. Hier ist auch wieder so ein Luft-Hieb, Stoß, wie auch immer. Okay, und hier ist noch ein Haufen Gold. Schmierige Hände mit 23 und die sind viel zu stark rund. Noch ist das zu stark. Sind wir hier richtig auf dem Weg zum Schatz? Keine Updates von meinen Monstern, ob ich hier richtig bin oder nicht. Ich guck einfach selber. Hey, it's close. Ja, hier, oder? Hier in der Ecke. Nein? Ah, vielleicht. Hey, it's close. Doch, oder? Ich glaube hier in dem Haufen Steine. Wahrscheinlich. Nein? Oder dann? Über mir? Oh, bitte nicht über mir. Ich bin doch hier. Ich bin doch. Ah, toll. Die paar Millimeter. Dafür muss ich jetzt noch mal extra nachschauen. Geil. Ich war aber kurz davor gewesen, noch mit Bambelina nach oben zu jumpen. Aber musste ich glücklicherweise nicht. Alright. Wow, cool. Ein Helm. So Flügelhelm, glaube ich, oder? Was? Krempenkeiler? Krempenkeiler, ja. Schleim. Und noch mehr von denen. Und schau mal, wer da ist!
Das ist doch Prisela. Und ihr Team. Oder ein Haufen von ihrem Team. Schattige Oase. Oh, hallo, Mida. Was für eine Überraschung. Ich bin auf einer speziellen Solo-Schatzsuchmission. Kapitän Levante hat mich geschickt. Mehr kann ich dir leider nicht verraten. Immerhin sind wir doch eigentlich Rivalen. Naja, aber ich hatte mir gedacht, ich nehme den Zug. Also bin ich zum Bahnhof gekommen. Aber er ist noch nicht wieder einsatzbereit, also halten hier auch keine Züge. Moment mal, ein Bahnhof ist doch schon wieder in Betrieb, oder Mida? Meinst du, das könntest du hier auch hinkriegen? Dafür gibt es auch eine Belohnung. Oh ja, dann auf jeden Fall. Belohnungen bin ich immer für ready. Also, was brauchst du? Die Briesenblumen. Habe ich genau 4 Stück. Und das Sanguinid. Perfekt. Schön, dass es auch mal klappt. Und wieder einsatzbereit. Yippie! Mein Bein ist eingeschlafen. Toll. Schattige Oase ist einsatzbereit. Und du gibst mir jetzt was? Ich möchte den Zug nehmen und auf Schatz zurückgehen, aber der Bahnhof ist momentan nicht einsatzbereit. Oh. Nanu? Der Bahnhof scheint ja wieder einsatzbereit zu sein. Das ist doch bestimmt dein Verdienst, oder Mida? Thanks. Das ist toll. Vielen, vielen Dank. Jetzt kann ich per Zug auf Schatz zurückgehen. Hier ist eine Belohnung für dich. Hoffentlich kannst du sie gut gebrauchen. Ja, was ist denn? Block! Ja, den Chimärenflügel würde ich natürlich nehmen. Was? Ach, ich beides? Okay. Kurioser Kaktus. Ein Kaktus, den Brisela in der Wüste gefunden hat. Sie hat ihn wegen seiner ungewöhnlichen Form ins Herz geschlossen. Okay, also es ist ein besonderer Kaktus, weil da extra Brisela steht. Und einen Flügel haben wir bekommen. Nein, dann mache ich mich mal auf den Weg. Der Schatz findet sich schließlich nicht von selbst. Und wenn ich ihn auf dieser Insel nicht finde, muss ich einfach woanders suchen. Na los, Ariel. Legen wir uns richtig ins Zeug. Sehr wohl, Herren. Und sie sind losgefahren. Aber wir müssen jetzt eigentlich auch losfahren. Zurück, unsere Schätze abgeben. Und vielleicht kommen wir nochmal zurück und schauen uns hier genau um. Maybe, maybe. Achso, ja, auf jeden Fall wollen wir jetzt erstmal zurückgehen. Ja, ich weiß, wir könnten noch hier weiter lang dahin gehen, aber es ist ein langer Weg, es ist eine große Insel. Und ich würde zumindest erstmal wieder zurückgehen. Und unsere Schätze abgeben, weil wir haben wirklich viel zu viel. Unser Inventar ist voll. Unser Menü. Kommt ja alles voll. Wir müssen ab und zu auch mal zurückgehen. Außerdem, vielleicht können wir neue Leute einladen zu unserer Bande, zu unserer Drachenbande. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, mehr Teammates zu haben. Vielleicht auch welche, die schon automatisch Level 16 oder so sind. Würde mich freuen. Schauen wir erstmal unsere Schätze. Ah, den Einschatz hatten wir schon. Der liegt da einfach rum. Haben wir gedacht. Cooler Helm. Stahlhelm. Im Wert von 315.000. Ein harter Helm, der aus einer einzelnen Platte stabilen Stahls hergestellt wurde. Und eine Medaille, glaube ich. Von dem Schleimkönig. Metallfolienschild. 240.000. Ein dünner Spielzeugschild für Kinder, der aus Resten alter Alufolie hergestellt wurde. Was? Wie das denn? Gusseisen. Beehender, 150.000, ein schmuckloses Schwert für tüchtige Abenteurer, das mit beiden Händen gehalten wird. Aha. Vogelsangnektar. Aus der Vogelsangschule oder was? 240.000, ein Trank, mit dem zenithianischen Elfen ihre Kehlen benetzten, um den Klang ihrer Singstimmen auf ewig zu bewahren. Was? Okay, also wenn man das trinkt, kann man seine Singstimme verbessern. Okay, toll. Wunderbar. Ein Haken, ein Stahlstachel, eine Stahlstachelpeitsche. 750.000, so teuer? Eine strapazierfähige Stahlpeitsche mit einem spitzen Stachel an einem Ende. Und ein weiterer Helm. Schöner Helm. Ein Hermes-Hut. Kam da auch mit Hermes an? 1.100.000, eine Kopfbedeckung mit Chimärenflügeln, die den Träger teleportieren lassen kann? What? Kann man die ausrüsten? Hallo? Plus 44%? Ja, wie bei 4 Millionen! Mila hat ein paar besondere Schätze, die noch nicht begutachtet wurden. Sie beschließt, sie so bald wie möglich begutachten zu lassen und im Tresorraum zu verstauen. Okay. Der Kaktus. Hat das ein Schatz? Kurioser Kaktus von Brisela. 568.000, ein Kaktus in Brisela. Ja, okay. Haben wir gelesen. Gesamtwert gestiegen! Splendid.
genug Schätze erreicht, um von Anfängerjäger aufzusteigen auf Level 3 Lehrlingsjäger. Ah, und wenn wir jetzt nochmal aufsteigen würden, dann geht's in der Story weiter. Verstehe. Erfolg beruht auf guter Zusammenarbeit. Wir haben es ja schon fast. Wir brauchen einen Wert von 10 Mille und wir haben 8 Mille. Wir haben es schon bald. Komm, in der nächsten Folge sollten wir es erreichen. Nice. So. Und hast du ordentlich Beute gemacht? Die ganzen Abenteuer haben dich bestimmt geschlaucht. Sollen wir uns ans Lagerfeuer setzen und was entspannen? I guess. Mina und die anderen versammeln sich am Lagerfeuer, um eine wohlverdiente Pause einzulegen. Ach ja. Eine gute Pause. Kann gut tun. By the way. Das Team Drachenbande ist in letzter Zeit ganz schön gewachsen, oder? Da ihr mittlerweile so gut etabliert seid, wäre das doch der richtige Zeitpunkt, um dir ein bisschen mehr über uns zu erzählen. Warte, was? Du erinnerst dich doch bestimmt daran, dass wir auf der Suche nach den 7 Steinen sind, oder? Das Ganze ist in Wirklichkeit eine Mission, die uns von den Göttern aufgetragen wurde. Ganz genau. Es dürfte dich vielleicht überraschen, dass wir eigentlich Junior-Götter aus einer weit entfernten Welt sind. Ihr seid Junior-Götter? Aber vor allem dürfen wir erst wieder nach Hause zurückkehren, wenn wir die 7 Steine gefunden haben. Du erinnerst dich vielleicht noch daran, dass eine Steintafel im Gewirr uns den richtigen Weg gewiesen hat. Ich habe das Gefühl, dass da unten noch mehr von denen sind, also denke ich, dass wir uns im Gewirr umsehen sollten. Das Problem daran ist, dass uns eine Tür im Weg steht, die wir nicht öffnen können. So. Daran habe ich zum Glück gedacht. Nun, da der Vorarbeiter den Bahnhof auf Vordermann gebracht hat, hat er wenig zu tun. Also habe ich ihn gebeten, uns zu helfen. Wenn er die Tür aufbekommt, kannst du dich für uns im Gewirr umsehen. Wenn du noch mehr von diesen Tafeln findest, dürfte das unsere Suche nach den Drachensteinen beschleunigen. Aha. Hey. Ah, da seid ihr alle. Könntet ihr bei mir vorbeischauen, wenn ihr kurz Zeit habt? Ich muss euch etwas Wichtiges mitteilen. Besten Dank. Ja, wir sind gerade im Gespräch, aber wir kommen vorbei. Da scheint ihr ja eine Menge zu tun zu haben. Naja, machen wir für heute Schluss und gehen morgen frisch ans Werk. Das klingt an einer guten Idee. Aber Moment. Du sagst, ich kann jetzt nach unten in den Keller? Habe ich es falsch verstanden? Mission anzeigen. Teammission. Fräulein Cecile hat eine Idee, die sie mitteilen möchte. Ja, okay, machen wir das eben. Sie ist ja direkt hier. Was ist denn für eine Idee? Ah, Mila, es gibt ja etwas, was ich dir besprechen wollte. Nun, das Team Drachenbande stetig an Statur gewinnt. Also, da das Team stetig an Statur gewinnt, kommt mir die Basis ein bisschen dürftig vor. Aber keine Sorge, schon ein paar kleine Veränderungen könnten einen großen Unterschied machen. Ich habe mir die Freiheit genommen, eine Liste mit Optionen aufzustellen. Natürlich hast du das letzte Wort. Und nur damit du es weißt, ich bin da, um dir beim Aufbau unter die Arme zu greifen. Also, womit wollen wir anfangen? Ich schlage vor, du suchst dir die Einrichtung aus, von der du denkst, dass ihr sie am dringendsten benötigt. Okay, Einrichtungen. Best of luck. Lohnenswertes Geschäft. Hole Heinstein? Was? Hole Heinstein aus den Kragenweiten. Was haben wir noch? Hole Madame Blankmanga aus dem Schwingenmoor. Und hole Excel vom Hitzegrad. Okay, und dann kann man hier das schöner machen, warum auch immer. Ah, unsere Liste ist voll, deshalb habe ich nichts Neues bekommen. Okay. Olaf! Steinrich! Nee, Olaf, sorry, Olaf! Ja, Olaf, ganz wichtig. Okay, Steinrich, hol mal schon mal dazu. Ey, was soll das? Bisschen mehr Respekt würde ich mal bitten. Excellent. Ja, nein, noch nicht. Komm, Olaf, ich will Olaf haben. Da kommt er. Er gibt mir so ein bisschen. Die Textur erinnert mich so ein bisschen an die Metal Mario Textur aus Mario 64. I love it. Bei euch fehlt mir immer noch irgendwas. Glacius will ich unbedingt haben. Glacius wahrscheinlich gerne. Ja, den will ich unbedingt haben, der ist so cool. Und Frieris eigentlich auch. Let's see. You can find some different treasure. Ja. Hallo Mädel. Gruppe umorganisieren. Lass mal kurz schauen. Wir haben jetzt die beiden. Aber die ändern jetzt nichts. Ne, die ändern irgendwie gar nichts an unserem Team. Ne, eigentlich bin ich zufrieden mit unserer Aufstellung momentan. Und das kann ich sowieso nicht wirklich machen. Ah, jetzt kann ich hier zwei Sachen aufstellen. Was ist, wenn ich jetzt den...
den Hermeshut, unser bestes Item bisher, hier hinlege. Was passiert dann? Nichts. Warte, das hier kann ich auch aufstellen, das ist mehr wert. Not bad at all. Dann wird nichts verändert, aber wird wahrscheinlich noch, wird noch, ganz sicher. Okay, es bleibt nicht mal so viel Zeit übrig, also weiß ich nicht, ob es das lohnt, jetzt noch irgendwo hinzugehen. Schaut euch den Slime an, wie süß. Oh, das sieht süß aus, wie er da schläft. I love it. Take care. So, Eric! Du schaust dich mal um. Ich will jetzt wissen, wie das gemeint war. Kann man jetzt da unten weiterkommen? Oder noch nicht? Was hat sich so angehört, als könnte man noch nicht weiterkommen, aber gleichzeitig ist so angehört, als könnte man da unten jetzt zu einem Geschwür hin. Hast du hier vielleicht was entdeckt? Da ist die Tür, die ich aufbrechen soll, ja. Lass mich nur machen. Das habe ich im Handumdrehen erledigt. Die ist noch nicht offen? Okay, dann mach du mal. Wahrscheinlich im nächsten Team-Level-Up. Okay. Dann habe ich es jetzt auch mal begriffen. Er ist auf dem Weg dazu, es aufzumachen. Okay, dann fangen wir doch schon mal das nächste Gebiet an und werden es dann in der nächsten Folge komplett zu Ende anschauen. Genau. Ja, es macht jetzt keinen Sinn, die Folge jetzt schon zu beenden. Dann mache ich, glaube ich, ein bisschen extra. Haha, ihr habt Glück gehabt, Freunde. Kriegt extra Content. Andererseits, vielleicht gehe ich da nochmal hin, in diesen einen komischen Raum, wo wir waren. Da gab es zwei Schätze und bestimmt noch mehr. Ja, oder ich schaue mir das Schwingenmoor an. Oder wir holen die Leute ab, die wir abholen sollen. Das können wir auch machen. Dann renne ich da eben hin und hole die. Kragenweiten, Schwingenmoor und Hitzegrad. Hitzegrad haben wir ja schon was freigeschaltet von. Kragenweiten, das ist der Ort, ne? Hitzegrad, ja, welchen denn? Keine Ahnung. Ich glaube, ich komme einfach mal ein bisschen um, bis ich irgendwas finde. Und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. See you later, guys. See you later, guys. Aha, ich brauche gar nicht wirklich viel schneiden. Direkt am Anfang. Da kalte Schulter, direkt hier. Axel ist direkt unten. Okay. Das heißt, ich müsste eigentlich nur geradeaus gehen, dann soll ich ihn schon finden. Ja, da vorne. Nein, er ist es nicht? Here we go. Nee, er scheint zwar nicht zu sein, der Typ hier. Was, hier ist ein Schatz? Okay, schau ich gleich. Ich hole den Schatz eben ab, keine Sorge. Ach, er hier. Ach, mit dem haben wir doch schon mal geredet. Oh, lol, mit dem haben wir schon mal geredet. Nein, nein. Nee, nee, nee. Ich finde einfach gehen, Judas, er hat so eine Zeitverschwendung. Vielleicht stelle ich mir auch nur blöd an. Oh, na, so was, ein kleines Kind. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Mach, dass du verschwindest, bevor ich dich zertrete. Was, du willst mir gesucht, sagst du? Also, du hast mich gesucht, sagst du? Na, was willst du? Sorry für den schlechten Akzent, aber ich will, dass du Kugeln herstellst. Du willst ja die Kugel machen? Wie für eine Schleuder oder was? Na, warum hast du das nicht gleich gedacht? Ich bin Axel, der Mechanikermeister. So eine Kugel mache ich dir mit links. Wer doch hier lacht. Du bist doch bestimmt einer von diesen Schatzjägern, die das alte Gebäude von der transdrakonischen Eisenbahn übernommen haben, nicht? Dann könnte ich ja meine gute alte Werkstatt wieder aufmachen und dir helfen. Aber nur unter einer Bedingung, hörst du? Ich will, dass du mir einen Brocken Schlackenherz bringst, was ich selber nicht auftreiben konnte. Ich weiß genau, dass ich das auf der kalten Schulter geben muss. Gleich hier auf dem Hitzegrad. Aber das auch zu finden ist ja nicht so leicht. Das sieht so aus wie ein normaler Felsen, schimmert aber stumpf und silbern. Wirst es schon erkennen, wenn du davor stehst. Okay, normaler Felsen, aber es schimmert. Wenn du mir davon den Brocken aufträubst, mach ich für dir und den kleine Bande in der Werkstatt auf. Das klingt geil. Auf jeden Fall. Oh, und hier müssen wir auch noch gleich hin. Können wir uns einfach hinteleportieren, das ist ja nicht die Schwierigkeit. Ach, und hier ist das Schlackenerz für Axel. Da waren wir noch gar nicht. Dafür müssen wir einfach nur hier entlang gehen. Und dann können wir theoretisch den Weg dahin gehen. Aber bevor ich das mache... Was ist denn hier? Warte, hier ist der Bahnhof? Haben wir das nicht freigeschaltet? Ich glaube, wir haben nur das hier freigeschaltet. Na egal, wir gehen auf jeden Fall gleich hier rum. Ich möchte erstmal herausfinden, wo denn hier der Schatz ist. Ist das hier in der Richtung? Ja, es ist hier in der Richtung tatsächlich. Hey, it's cold.
Da holen wir erstmal den Schatz. Und dann gehen wir den Weg dort entlang ein wenig. Und darauf habe ich jetzt tatsächlich am meisten Lust. Muss ich einfach nur lang? Neben irgendeinem Gerät. Oder irgendwas, was aufgebaut wurde. Aber wir sind doch falsch, das ist aber falsch. Vielleicht über mir? Boing? Dem Ding? Ja, da oben ist ja nichts. Das ist hier direkt am Anfang? Direkt hier? Nee. Nee, jetzt hört's auf. Warte. Hier ist es aber auch nicht, oder? Nee, es ist hier in der Nähe. Es ist hier in der Nähe, aber nicht genau hier. Aua. Wo denn dann? Was? Wie kommen wir denn darauf? Okay. Nee, das habe ich jetzt nicht so ganz erkannt mit dem Bild da oben links. Komisch. Egal, wir haben einen Schatz gefunden. Und den nehme ich mit. Bam, bam. Better get this appraised. Ja, was auch immer es ist. Okay. Dann rennen wir jetzt mal ein kleines Stückchen dort hinten in die Richtung. Genau. Hier entlang, die 200 Meter. Biegen den 200 Metern in den Baum ab. Na gut, ich glaube, hier spawnen keine Bäume. Aber wenn. Aber wenn, aber wenn, aber wann? Aber dann. Ja, wird eine komische Folge heute und beim nächsten Mal. Aber komisch bedeutet lustig. Also seid auch beim nächsten Mal dabei. Wenn es auch wieder lustig wird. Nein, noch nicht ist die Folge vorbei, aber... Gleich auf jeden Fall. Sind hier irgendwelche Gegner, die wir noch nicht besiegt hatten? Oder kann ich eigentlich... Eigentlich kann ich alle ignorieren, ne? Die sind ein bisschen underleveled. Ich meine, okay, damit... bei denen können wir zumindest ein bisschen farmen, weil die halt so schwach sind, so underleveled sind. Also im Vergleich zu uns. Aber weiß nicht. Ich will jetzt auch nicht jeden Einzelnen hier von denen besiegen. Ich meine, wir sollten auf dem Pfad mehr oder weniger bleiben. Komm mal für die Map. Edge. Geile Attacke. Edge. Aber ja. Obwohl, es ist schon in der Nähe. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Vielleicht kriegen wir es auch noch eben hin. Der Kreis sieht interessant aus dort. Schleimett. Ganz viele Schleimets. Jelly Happy. Muss ich hier außen rum gehen? Weil wenn ich jetzt hier entlang gehe, gehe ich ja nur da lang. Ich muss eigentlich hier außen rum, um da hochzukommen, ne? Dann gehen wir außen rum. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr kurz die Gegner hier besiegen. Geht ja schnell. Aber ich will hier nicht in mein Team aufnehmen. Muss ja nicht sein. Ehrlich gesagt, will ich glaube ich doch nicht alle haben. In meinem Team. Na komm, besieg den schnell. Wenn du schon dabei bist. Gut. Wenn er was droppt, dann egal. Was, Schatz? Wie, Schatz? Hier in der Nähe? Oder meint ihr das Ding da oben? Freunde? Wie, wieso jetzt kein Schatz mehr? Hä? Was? Bin verwirrt. Egal, lass mich treffen. Egal, kaum Schaden. Und... weg ist er. Nee, hier ist kein Schatz mehr auf einmal. Da stimmt irgendwas nicht. Schatze. Ja, wo ist ein Schatz? Ihr meint doch gerade dein Schatz. Ja, das ist hier wieder ein Schatz. Wahrscheinlich hier, oder? Würde ich mal vermuten. Mal sehen. Nein? Hey, it's close. Da hinten. Da hinten soll ein Schatz sein. Now, where could that be? Oder hier oben. Hey, it's close. Da komme ich ja nicht lang. Ja, obwohl. Wenn ich hier den Boingi mache. Hey, ja, it's close. Könnte klappen, könnte klappen. Hier kann man nämlich nochmal stehen bleiben. Boing. Hey, da oben sind Gegner. Nee, wie komme ich da nicht lang? Wie komme ich da lang? Da oben ist der Schatz. Ach, von dort, glaube ich. Warte mal. Ich glaube, man kann hier den oberen Weg gehen. Ah, okay. Ja, komm. Heißer Stein. Ein seltsamer Stein, der sich angenehm warm anfühlt. Fürs Kochen. Angenehm warm.
Okay, den Schatz holen wir uns doch schnell. Hier ist noch ein Schatz. Alter. Warte, was? Hier ist noch ein Schatz? Warte. Hier ist noch ein Schatz. Okay, dann holen wir uns halt den Schatz schnell. Und den anderen am nächsten Mal. Ich bin so overwhelmed. Es gibt so viel zu tun in diesem Spiel. Also das ist wirklich verrückt. Absolut verrückt, was es hier alles zu tun gibt. Das glaubt ihr ja gar nicht. Wir haben ein langes Abenteuer noch vor uns. Das hier wird helfen. Glaube ich. Wenn wir das mal anschauen hier. Also da ist ein Schatz, aber der ist nicht gemeint. Gott. Das ist so viel. Medaille. Eine Medaille. Wer kriegt die? Wer kriegt die? Wer kriegt die? Du hast doch keine. Dann nimm du die einfach. Nicht die. Du. Da. Ja. Genau. Yeah. Mann, ich bin überfordert. Ich bin absolut überfordert irgendwie. Wo soll das sein? Hey, it's close. Hier? Ah, vielleicht wenn ich hier hochkletter. Ja! Ah, das macht Sinn. Uh-oh. Das schaffe ich nicht. Den Jump schaffe ich nicht. Außer ich kann... Aua, das war sehr viel Schaden. Mist. Oh, danke fürs Heilen. Oder ich kann hier vielleicht hoch. Hier müsste es doch sein. Nein? Was? Okay, ich schaue mich mal aufs Screen um. Ich werde am Anfang der nächsten Folge euch direkt zeigen, wo es ist. Ha? Huh?